So, liebe Leute, da bin ich mit einem neuen Video von mir und diesmal geht es darum, um die Story von Werde, grob gesagt. Wie habe ich Werde bekommen und was sonst noch so in letzter Zeit bei mir ein bisschen so abgeht. Deswegen hier ein kurzes Video dazu. Oder kurz, naja, so kurz ist auch nicht. Die Sache ist, es gibt in dem Video kurz einen Schnitt, denn ich habe das eigentlich on stream hoch, also on stream aufgenommen und das Problem ist irgendwie, dass die ersten 2 Minuten aus irgendeinem Grund wegen Copyright-Rechten gelöscht sind, beziehungsweise gemutet sind, obwohl ich keine Musik an hatte. Also anscheinend ist meine Stimme copyrighted. Weiß ich nicht. Deswegen nach 2 Minuten, ich fange jetzt an da zu reden und nach 2 Minuten kommt ein Cut und dann geht das ursprüngliche Video wieder weiter. Deswegen nicht, dass ihr euch wundert, dass jetzt gerade hier Nacht ist und plötzlich ist es wieder hell. Deswegen, ja, grob gesagt, was ist passiert? Also ich spiele dieses Game seit jetzt 10 Monaten und 2 Tagen ungefähr. Ich glaube, es müssten 10 Monate, 2 Tage sein. Und ich habe in 9 Monaten des Spielens habe ich 100 Euro ausgegeben. Okay? Und zwar, das war einmal, beziehungsweise eigentlich nur in 4 Monaten. Weil in den ersten 4 Monaten des Games habe ich einmal ein Daily Package gekauft, dann nochmal irgendwie ein Daily Package, dann einmal Flat Crystals, dann einmal irgendwie ein Ground Pack. Und noch irgendwas. Das heißt, es waren innerhalb von 4 Monaten, in den ersten 4 Monaten Spielzeit, waren es 100 Euro. Und dann war ich 5 Monate clean. Ich habe seit 5 Monaten nichts mehr gepaid, nichts mehr gekauft, keine Daily Package, gar nichts. Das heißt, so gesehen, nach 9 Monaten habe ich 100 Euro investiert in dieses Game. Das sind, glaube ich, 95 oder so, keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt. Das sind ungefähr 100 Euro. Und dann war nichts mehr, denn ich habe das Game zwar schon häufiger gestreamt, aber irgendwie, es waren immer so viele Events da und ähnliches, deswegen hatte Crystals en masse immer, deswegen ich musste nie wirklich, ja, was kaufen. Und ich fand es eben auch immer kacke, was zu kaufen, im Sinne von, wenn du keine Crystals kaufst, sondern was anderes, weil du willst nur wissen, wie viel und keine Biografie. Ja, ich will es aber trotzdem nochmal komplett erzählen, weil ich will, dass ihr den Hintergrund wisst, genau, deswegen erzähle ich es euch nochmal. Und auf jeden Fall war das eben so, dass ich dann die 100 Euro investiert habe und dann war ich 5 Monate clean, weil ich dachte mir, ich will für dieses Game kein Geld mehr investieren, weil ich meine, irgendwann, eines Tages, kommt der Tag, wo ich dieses Game aufhören werde. Er kommt irgendwann und dann freue ich mich, dass ich nur sagen kann, hey, ich habe nur 100 Euro investiert. Deswegen, ja, plus wie gesagt, ich finde es irgendwie kacke, wenn man sich irgendwie zum Beispiel einen Legendary Scroll kauft und dann bekommst du, selbst wenn du dann den Net 5 kriegst, den du möchtest, meine 100 Euro gewastet für Sierra oder für Tasha oder was weiß ich alles mögliche. Deswegen gibt mir irgendwie nicht so viel. Aber wie auch dem, wie dem auch sei, vor einem Monat wurde das Eis gebrochen, denn ich bin seit einem Monat am Chasen von Verde Hill, denn mein Dragons Team ist inzwischen bei zwei. Ja, mein schnellster Run mit Spectra, Vero, Bella, Megan, Sigmarus ist 1,55, was echt gut ist, finde ich. Und ich habe das Gefühl, klar, wenn die Runen jetzt nochmal krasser werden, dann schaffe ich irgendwie schon bestimmt 1,30 vielleicht auch noch. Aber irgendwann kommt so ein Punkt, wo du einfach Werde brauchst. Und seit wirklich 1,5 Monaten chase ich einfach Werde. Ich farm in der Realtime, in der World Arena, mache ich die ganze Zeit diesen Fights. Nur um dann einmal in der Woche diese Fire Scroll zu kaufen. Ich kaufe durch Gilden Points die Fire Scroll. Ich habe neulich 1000 Summoning Stones in die Werde Rotation reingehauen und Werde kommt einfach nicht. Nicht mal ein Lightning. Noch kein einziges Mal Lightning aus einer Fire Scroll oder aus Summoning Stones, wenn eine Werde Hill Rotation war. Und deswegen ging es dann los im März, Anfang März ungefähr. Wo Werde wieder in der Rotation war und ich habe 1000 Stones angesammelt, habe die rausgehauen und bekomme kein einziges Mal Lightning. Ich denke mir, okay, jetzt reicht's mir. Und dann hat der Rage mich überkommen, denn dann habe ich mir zweimal ein Summoning Stone Pack gekauft, einmal auf Android, einmal auf iOS und dann zusätzlich noch Summoner Stone Package 1, 2, 3 und 4. Und wer es nicht weiß, ein normales Summoning Stone Package kostet 30 Euro. Das 1er kostet 10 Euro, das 2er kostet 30 Euro, das 3er kostet 50 Euro und das 4er kostet 100 Euro. Das heißt, an dem Tag alleine 200 Euro gewastet. Und ich sag extra gewastet,
Denn das waren dann insgesamt 21 Summoning Stones Beschwörungen und kein Lightning. Ich dachte mir, nein. Das kann jetzt nicht sein. Das kann wirklich nicht, dass ich nicht mal die Chance bekomme auf Verde. Nicht mal, dass ich ein Lightning bekomme und dann hoffen kann, dass es Verde ist. Nein. 200 € so gesehen für Summoning Stones. Sogar ein bisschen mehr. Und ich war so krass mad. Ich dachte, das darf nicht was. Und dann war für mich das Game im Sinne von Pain abgeschrieben, weil das war der Beweis, Pain ist absolut scheiße. Denn man sieht, was rausgekommen ist. Ich meine, okay, ich konnte dann von den ganzen Crystals, konnte ich dann noch Summoning Packs kaufen und habe irgendwie rausbekommen, wo ich dann eben meinen Windpanda und Poseidon und so weiter Five Star gemacht habe und so. Und dann war auch Poseidon, war übrigens auch ein Net 5 von diesen ganzen Crystals-Beschwörungen von den Scrolls, die ich aus diesen ganzen Summoning Stone Packages bekommen habe. Deswegen da kam Poseidon her, falls ihr euch fragt, wo Poseidon herkam. Ja, und dann war das Ding für mich eigentlich abgehackt, weil ich dachte, okay, irgendwann kriege ich das schon, aber ich kaufe nichts mehr. Und dann habe ich nochmal Daily Package 1 und 2 gekauft, weil neulich meine Crystals leer waren, weil da waren irgendwelche Ferien und ich habe, weiß nicht, wirklich ungelogen 12 bis 16 Stunden pro Tag gestreamt und ihr könnt euch vorstellen, wie viele Energy Refills ich am Tag machen musste, um dauerhaft zu streamen für euch. Und dann habe ich mir halt ein Daily Package gekauft, 1 und 2 nochmals, damit ich Crystals habe. Und es hat mir gar nicht mal so sehr wehgetan, weil Seven hat seit ungefähr 1,5 Monaten auch sein PayPal hinbekommen und wer lange auf meinem Stream ist, weiß, wer Seven ist. Und er hat mir 2 Tage vorher alleine als so gesehen PayPal Celebration hatte mir 150 € donated und dann dachte ich, hey, da kann ich jetzt nochmal ein Summoning Pack kaufen, ein Daily Package kaufen und selbst von diesen ganzen Rage Summon einen Tag vorher so ungefähr oder 1,5 Wochen vorher gleicht sich das bisschen aus, deswegen ist okay, ist okay. Und dann war das Game eigentlich wieder abgehackt im Sinne von Pain und dann logge ich mich am Freitag ein und plötzlich sehe ich auch unter anderem, dass ein Transmog-Pack draußen ist vom Phoenix. Und da ist wieder so ein Punkt, wo ich widerspreche, denn ich habe euch gesagt, ich würde niemals Geld für Transmogs ausgeben, weil das so krass überteuert ist. Wenn du überlegst, 30 € für ein Skin, ich meine, in League of Legends gibt es auch irgendwelche mega Legendary Skins, die so viel kosten, aber normal kostet ein Skin bei League of Legends 6 bis 9 €, was ich einigermaßen normal finde. Das heißt, wenn die Skins in Summoners War so viel kosten würden, würde ich vielleicht auch paar kaufen. Also so 6 bis 9 € für ein Skin. Ja, und dann sehe ich halt, dass dieser Phoenix-Skin draußen ist. Und wer mich kennt, der weiß, dass Tesha mein absolutes Lieblingsmonster in diesem Game ist. Und dann gibt es einen Skin von Tesha. Und dann habe ich gesagt, Leute, den muss ich haben. Auch wenn ich noch kein Tesha habe, ich habe wenigstens schon Sigmarus oder so. Deswegen, das kaufe ich mir jetzt. Plus, ich habe im Nachhinein erst festgestellt, man bekommt ja das Transmog von allen von diesen 5 Phoenixen. Das heißt, ich habe jetzt praktisch 30 € für 5 Skins ausgegeben, das heißt, ein Skin kostet 6. Deswegen ist so gesehen im League of Legends Verhältnis, deswegen habe ich gesagt, okay, 6 € für ein Skin passt. Und wie gesagt, ich finde die einfach nur mega, deswegen, das war es mir wert. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber jetzt komme ich zu dem Werdehill, denn ich habe dann plötzlich gesehen am Freitag, ich spiele gerade, komme gerade raus aus dem Szenario und bekomme ein Angebot. Hier für 30 € kannst du 5 Fire Scrolls kaufen oder 5 Wind Scrolls oder 5 Water Scrolls oder für 100 € 5 Wind Scrolls, 5 Water Scrolls, 5 Fire Scrolls. Da habe ich gesagt, okay, wow. Also für 30 € fünfmal die Chance erhöhte Chance auf Würde. Wegen 5 Fire Scrolls sage ich, ist ganz okay. Plus 750 Crystals, halt nochmal ein Daily Package, ein Summoning Pack dazu. 30 €, okay, ja, 30 € ist total viel im Verhältnis zu dem, was du kriegst, aber fünfmal die Chance auf einen Lightning aus einer Fire Scroll und dann mehr zu ziehen, dachte ich, das mache ich. Hab das dann, weil ich dachte mal, die Chance ist eigentlich ziemlich hoch, so ungefähr vielleicht so 5 bis 10% dachte ich irgendwie so, weil ich dachte, naja, so viele 4-Stars und 5-Stars gibt es nicht, die Feuer sind. Und ich habe jetzt vorhin mal nachgeguckt, es gibt insgesamt 50 4 Stars und 5 Stars vom Element Feuer. Und ich habe jetzt nachgerechnet und dachte mir, what the fuck? Das heißt, ich habe echt nur eine 2%ige Chance, dass ich Verde ziehe, selbst wenn ich Lightning bekomme.
Wenn ich mir das vorhin ausgedacht hätte, hätte ich gesagt, das mache ich niemals, weil selbst wenn ich nur eine 2%ige Chance habe, dann Werte zu kriegen, das ist ja gar nichts. Ich dachte, die Chance wäre echt sehr, sehr, sehr viel höher, abgesehen, wie gesagt, 2% ist gar nichts, aber naja, also es war Freitag, ich kaufe mir einmal auf meinem Android das Daily Pack, dieses Firescroll Package und einmal auf iOS, denn man kann es einmal am Tag kaufen pro Gerät und deswegen ich hatte zwei. Ich habe zwei Geräte, deswegen, ja, habe ich gekauft und ich bekomme ein Lightning. Und jetzt zeige ich euch sogar auch meinen neuen Net 5, denn er kommt auch ins YouTube-Video. Deswegen, ich bekomme in den ersten 5 Scrolls bekomme ich nichts. Kein Lightning. Ich dachte mir, ich war schon wieder voll enttäuscht. Beim zweiten bekomme ich Lightning. Und ich denke mir, komm schon, diesmal, bitte, bitte lass es werde sein, ich bekomme ein Net 5. Und ich denke, weißt du, ich bekomme ein Net 5 und ich so, oh. Weißt du, weil es kein Werde war. Das war das erste Mal, dass ich mich über ein Net 5 überhaupt nicht gefreut habe. Das war so, scheiße, Net 5, nein, ich hätte Werde gewollt. Und es war auch so witzig, ich habe dann im Gildenchat geschrieben, als der gekommen ist, oder ja, der Net 5 gekommen ist, haben die alle im Gildenchat geschrieben, es war auch wieder um irgendwie 1 Uhr, 2 Uhr nachts. Deswegen, ich gebe euch einen Tipp. Die meisten Net 5s kommen zwischen 1 und 2 Uhr nachts. Ich weiß nicht wieso. Also ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe inzwischen jetzt 8 Net 5s, glaube ich, oder 7. Alle zwischen 1 und 2 Uhr meistens. Also 1, 2 Uhr nachts ist die beste Zeit zum Summoning. Keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall, ich bekomme den Net 5 raus. Alle im Gildenchat schreiben GZ und ich schreibe nur, ich schreibe kein Thanks zurück oder so. Ich schreibe nur zurück. Ich werde endlich werde, hey, was will ich mit diesem Scheiß? Habe ich dann geschrieben. Ich musste mich so totlachen, weil die anderen haben dann geschrieben, ich würde so gerne mit dir tauschen. Ich habe schon viermal Werde gezogen, ich würde so gerne mit dir tauschen. Und ich fand den Satz halt so witzig, dass ich halt sage, was will ich mit dem Scheiß? Net 5 hier, ich will Werde. Auf jeden Fall, wer es wissen möchte übrigens, es ist Laika. Laika ist der Fire Dragon Knight. Ich meine, er ist schon gut, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wieder mal ein PvP-Monster, was ich aktuell nicht wirklich spiele, aber eines Tages wird er auch seine Verwendung haben. Deswegen, ich finde, er ist schon gut. Also auf jeden Fall gut. Er ist jetzt nicht kacke oder so, er ist gut. Aber für meinen Progress-Stand aktuell, was ich in meiner Arena Defense, Arena Offensive und Fokus lege, ist er useless. Aber wie gesagt, er ist gut, aber nicht aktuell in dem, was ich mache. Und dann, ja, habe ich gesagt, okay, weißt du was, wenn ich jetzt jeden Tag auf jedem Gerät einmal dieses Package kaufen kann. Das heißt, ich habe jeden Tag 10 Fire Scrolls. Irgendwann kommt der und wirklich, ohne Scheiß, ich hätte das weiter gespammt. Ich hätte jeden Tag das gespammt, bis vielleicht zu einem Maximum von 1000 Euro. Dann hätte ich gesagt, okay, 1000 Euro, sorry, nee, aber jetzt reicht's irgendwann. Aber bei 1000 Euro, hätte ich dann gesagt, ist Schluss. Bin raus, ich habe keine Ahnung. Ja, ciao, ciao, see you, Sierra. Wie gesagt, wer die Ironie aus meiner Stimme nicht rauslesen kann, kann ich nicht helfen. Auf jeden Fall habe ich am Samstag habe ich nichts gekauft, weil da war ich irgendwie weg. Und dann habe ich heute Nacht, ich habe dann gestern, nee, heute Nacht, genau, heute Nacht habe ich dann wieder welche gekauft. Zweimal, einmal auf dem Android, einmal auf dem iOS und ich bekomme wieder ein Lightning und ich denke mir, komm schon diesmal bitte, aber ich denke, es ist bestimmt wieder keins. Und wie gesagt, ich hatte mit dem noch nicht diese 2% Chance im Kopf, weil da so viele Net 5s und Net 4s gibt, die auf Feuerelement sind. Und dann kommt Lightning und ich denke, komm schon, please, please. Und dann sehe ich die Sterne aufpoppen. Ich sehe 4 Sterne, keine 5 Sterne. Ich war schon voll glücklich. Und dann sehe ich diese Haltung von diesem Champ. Und ich weiß, ich wusste an der Haltung schon, das ist es, das ist es. Und dann war er es wirklich. Dann habe ich echt Werde gezogen. Jetzt im Nachhinein war ich echt so krass lucky, denn die Chance, selbst aus einem Lightning Werde zu kriegen, aus einer Fire Scroll ist immer noch so krass gering. Es hätten so viele andere Monster noch sein können. Also das war echt hammermäßig. Und dann habe ich ihn gezogen. Und ja, wer die Rechnung jetzt gemacht hat mit den ganzen Summoning Stone Package, mit Daily Package, mit 4x Fire Scroll, mit Transmog, mit allem möglichen Zeug, weiß jetzt. Oh, und genau jetzt bin ich sogar fertig. Das heißt, kann ich sogar meinen Werde sogar Sixter machen. Das kriegt ihr jetzt auch noch kurz mit. Deswegen, es ist ein bisschen Ironie jetzt, denn ich habe es ausgerechnet und es sind genau 420, also 420 Euros, aber für den Werde-Chase. Ja, bisschen komisch, aber es sind genau 420. Und wenn ihr overall dann nochmal die 100 Euro von vorher dazu rechnet, mit diesen 9 Monaten,
plus nochmal ein Daily Package und Transmog Set und so weiter, kommt ihr auf einen Wert, den ich ausgegeben habe. Innerhalb von 10 Monaten Spielzeit habe ich 584 € ausgegeben. Und selbst das, ich dachte erst, oh Gott, 564 €, 84 € denke ich, what the fuck, das ist total viel. Aber letztendlich ist es gar nicht so viel, wenn du jetzt sagst, über 10 Monate, das heißt, du gibst im Monat 58 € für das Game aus. Ja, okay. Ist so gesehen jeden Monat ein neues PC-Game oder so. Aber ich fand es jetzt echt nicht so krass viel, muss ich jetzt sagen. Also, ich habe so gesehen, mein ganzes, wo ich gespart habe, diese 5 Monate und so, und wo ich die ersten 3 Monate wirklich nicht viel ausgegeben habe, habe ich so gesehen jetzt in einem Monat komplett nachgeholt, so gesehen. Aber ich habe jetzt alle Core-Monster, die ich haben wollte. Ich habe Jasun, ich habe Verde, ich habe Garen, ich habe Lucian. Und ich habe endlich alles, was ich in diesem Game im Moment haben will, chasen möchte und ähnliches. Deswegen, ja, ich bin mega glücklich. Und deswegen kann ich mich jetzt auch offiziell nicht mehr als Free-to-Play nennen. Denn ab diesem Betrag sage ich auch, okay, Leute, das ist jetzt echt nicht. Bei 100 € in 10 Monaten hätte ich gesagt, okay, aber ich bin jetzt fast bei 600, deswegen kann man so sagen, ich bin nicht mehr Free-to-Play. Auf jeden Fall. Und hier ist mein Verde Sixter. Hey, da ist es. Da ist mein Verde Hill. Und noch kurz als Update so gesehen. Jetzt hätte Verde. Danke, danke, Magan. Vielen Dank. Im Sinne von, werde ich weiter payen oder nicht? Ich werde insofern nicht weiter payen, denn ich habe, wie gesagt, alles, was ich brauche für meinen Core. Alles andere ist nur noch nice to have. Tesha ist nice to have. Sierra ist nice to have. Zeros, die ganzen dicken, richtig krassen Net 5 sind alle nice to have. Verde ist wirklich so ein Core-Monster, was man eigentlich wirklich braucht. Deswegen, ich habe den gechased und ich muss sagen, ich bin eigentlich mit 420 € eigentlich sogar noch recht gut weggekommen, oder? Was meint ihr? Mit 460 € bin ich relativ gut weggekommen, auf jeden Fall. Wie gesagt, dann habe ich ich habe von Fire Scrolls bekommst du ja auch total viele Crystals. Habe ich auch noch ganz viel Food geholt, deswegen, es passt schon, es passt schon. Deswegen, für was werde ich noch Geld ausgeben? Ich werde nur noch Geld ausgeben für Daily Package 1 und 2. Wenn, wie gesagt, die Crystals down sind, damit ich weiter für euch streamen kann. Oder wenn eines Tages nochmal ein Transmog-Set rauskommt für irgendein Monster, was ich Hardcore spiele oder was ich hammergeil finde. Wie gesagt, bei dem Phoenix musste es sein, denn das ist mein absolutes Lieblingsmonster. Deswegen, das musste sein. Aber Summoning Stone Packages, was der größte Fehler war. Also diese Summoning Stone Packages, wo ich einfach kein Lightning bekommen habe, das ist so krass traurig. Also das war mir eine Lektion, dass ich nie wieder Summoning Stone Packages kaufe. Fire Scrolls und so weiter brauche ich auch nicht mehr. Ich habe jetzt wie gesagt nachgerechnet und wie gesagt, die Chance ist so gering, selbst aus einem Lightning von dem Element Scroll das zu kriegen, was du wirklich brauchst. Deswegen, ich bin froh, dass der Betrag noch einigermaßen human ist, sage ich mal. Für die lange Spielzeit und ich werde das Game. Ich habe mir eben auch gedacht, ich meine, jetzt ärgere ich mich vielleicht irgendwann später, wenn ich aufhöre, das Game zu spielen, weil ich da so viel Geld investiert habe. Aber andererseits denke ich mir, wenn ich das Game irgendwann aufhöre, ja, ich höre es irgendwann auf. Aber im Moment ist das Game wie gesagt, einer meiner größten Hobbys und ich gebe gerne Geld für ein Hobby aus. Deswegen, ob ich jetzt eine Runde Golf spielen gehe oder ein Daily Package kaufe oder zwei Daily Package sogar für den Preis, weil Golf kostet echt viel. Es ist ein Hobby und für ein Hobby gebe ich gerne Geld aus. Und ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wie viel Geld ich für Golf ausgegeben habe, das sind mehrere tausend Euro, wo ich denke, oh Scheiße, wenn ich jetzt irgendwann mal Golf aufhöre, dann war das ganze Geld gewastet. Das ist ja Schwachsinn zu sagen. Deswegen, ich habe Spaß gerade an diesem Game. Vielen Dank für den Follow. Vielen herzlichen Dank. Jetzt seht ihr das erste Mal eine Follower-Lotte auf YouTube. Der ist mein Follower-Lotte, mein neuer. Von meinem neuen Lieblingsanime Erased, by the way. Ja, das Video ist trotzdem länger geworden, als ich gedacht habe und ausführlicher, als ich gedacht habe. Aber ich finde, es war auch wichtig, euch mal kurz diese Matches zu geben. Deswegen, das war es von mir im Sinne von, dass ich nicht mehr Free-to-Play bin. Dass ich endlich alle Commons habe, dass ich Verde habe. Plus 9 Net 5. Und diese Message wollte ich euch gerne jetzt übermitteln. Und genau, das war's dann von mir und vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es war diesmal nicht hilfreich, sondern unterhaltsam vielleicht oder ähnliches oder informativ. Sagen informativ und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video oder
am Stream. Bis dahin macht's gut und viel Glück in euren Scrolls.